Happy Birthday, 1935. Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Hey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Alles klar. Unsere Wachmänner. In den passenden Farben in der Grove Street, aber dennoch in New York. Hab noch keinen Ärger gehabt. Achso. Alter Falter, hier ist ja alles voller Waffen. Lass uns doch uns mal umschauen. Was geht denn hier ab, Alter? Überall hier Pumpguns und Revolver. Hilfe, ist das geil. Fenster aus Holz, alles gehämmert. Glasdinger auch weg. Alter, Falter, das sind ja alles Zweite Weltkriegswaffen hier. Basis. Alter, Falter, ey, hier geht echt die Post ab gleich. Schauen wir uns noch erstmal kurz hier um. Alter, Falter, was geht hier ab, Mann? Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Oh, ich hab gar nicht dran gehabt. Nicht mehr. Sorry, my friends. Ich hoffe, du bleibst anständig. Klaro. Achso, wir müssen hoch, stimmt. Gehen wir mal hoch. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay. Ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst... Verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze und darüber. Klar, aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an der und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Dann auf geht's. Zu Docks, meine Freunde. Zu Docks. Boah, ich bin gespannt, wie es eskalieren wird. Was haben wir hier? Irgendein Kammer mit ein bisschen Getränken. Naja. Geht ja sehr schnell. Digga, überall nur Leute mit einem Gewehr. Wo ist das Auto von Salieri? Das Auto war richtig geil, Mann. Hat er auch nicht. Ah, das muss auch das hier sein, oder? Vinny hat gesagt, ich soll in der zur Sicherheit. Thank you.
delivered earlier this year. This is part of our series Looking Back. Dann auf geht's. Machen wir die Feinde platt, die Morello, Salieri vor im Weg stehen. Einfach noch geil aus in dieser Aussicht, ne? Das ist Skylines. Achtung, eine Durchsage. Wir müssen Ihre Karten sehen. Wir müssen Sie außerdem abtasten. Zur Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ganz frisch. Auf Ihre Weise. Sie ist sehr verwirrt, aber... Ich weiß nicht. Okay, wir müssen jetzt da durch. Aber wie sollen wir verdammt nochmal da durch? Von Zeit zu Zeit. Warum gebe ich nicht auf? Okay, kann man vielleicht hier? Nee, da fällt man ins Wasser. Ich soll Sam finden. Ich dachte, ich muss in den Dampfschiff rein. Schreiben Sie Ihre Informationen auf und ich sehe nach, was für Sie gibt. Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Wer hat mehr getan? Terrence, du bist auch eingeladen? Sagen, es soll ein Feuerwerk geben. Dottie, ja, ich... Ach so. Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Mich hat er so sich angehört, als wenn er so ein Feind ist, so. Aussehen. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Ich mache gerne ein schickes französisches Lokal gegangen. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es... Weiß nicht, wo er ist. Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel.
Er braucht keinen Verfluchten. Wir passen auf ihn auf. Los. Hey, hast du es bald? Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geh durch alle Decks. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Frauen mit lockeren Moralvorstellungen. Verstehst du? Ich habe mich noch gefreut, dass wir ein neues Lokal zum Trinken haben. Auf einmal die Bullen in der Stadt. Ich bin gleich durch die Hintertür raus. War echt eine Schrecksekunde, aber jetzt kann ich drüber. Hab ihn wohl Ärger eingebracht. Was? Für wen hältst du? Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Dann ab zum Bootsmann im Maschinenraum. Er hat Verbindungen. Wo kommt sonst der ganze Schnaps her? Solange das so bleibt, ist mir das ganz spät. Tommy, ja? Die Kanone ist in der Toilette im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich. Ich kenn dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt? Komm schon. Wo zur Hölle bist du? Oh, die Sonne ist schon untergegangen. Die Sonne ist schon untergegangen. Krass. Und von hier steuert man das einfach.
französische Flagge. Amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist, Stadt. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy im Bandenkrieg unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Haven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk. Ja? Ich habe nichts mehr. Fuck you, Alter! Ich sehe da keinen. Scheiß Feuerwerk.
du da? Ich wollte den Sticker holen und ich hab gar nicht gesehen, wo das ist. Ah, da bist du mal von 20 gesammelt. Okay. Hier raus, Alter. Boah! Scheiße! Heute wirst du sterben, ist die Nacht da? Boah, ich hab die gar nicht gesehen. War doch irgendwas. Wo kommen die Schüsse? Zu eilig, Alter. Ich will immer die Gegner schnell wegmerzen. Aber das ist falsch, ey. Ja, Bruder, du läufst ja voll ins offene Messer, Mann! Presssteuerung!
Oder ich will zur Deckung gehen, der geht nicht zur Deckung, Alter. Keine Zeit zum Lesen. Da hinten ist jemand. Und hier unten. Naja, oben dann. Ah! Ich hab diese rote Markierung gesehen. Wer bist du? Doch hier. Spring doch! Spring doch! Warum springt der nicht? Ich war doch da, Mann! Ja, komm doch! Ah, so dumm ins offene Messer laufe ich nicht mehr. Pep. Ja, brauche ich einfach immer 6 Kugeln, damit er ihn überhaupt treffen. Da drüben! Er hat ihn Jetzt bist du erledigt. Zusammen!
sofort hierher! Schon wieder der dritte oder vierte Anlauf, ey. Junge, Junge. Oh, das ist übel. Soll das... Oh, ich verschwinde von hier. Geht euch ficken, Alter. Ja, ernsthaft, geht euch alle ficken. Wie soll ich dich da treffen, Alter? Mal jetzt im Ernst.
Hast du in Schwierigkeiten, Mister? Geschafft, Freunde, geschafft! Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday. Ein nasses Grab. Nass. Nass bis zum geht nicht mehr. Und ich bin auch nass. Voller Schweiß.